bei mir jetzt Marco Sajanic. Marco, erneute Niederlage, Frust sitzt tief, oder? Sag einen Satz zum Spiel. Ja, klar, sitzt tief. Nach dem 2-1 hat man gesehen, dass wir die wieder einigermaßen im Griff hatten, haben gut Druck gemacht, hätten vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit, das 2-1, also das 2-2 zu machen, aber dann ist wieder so eine kleine Minute, wo wir als Mannschaft nicht gut verteidigen und da fällt das 3-1. Ja, das ist eigentlich, da war das Spiel dann wieder meiner Meinung nach fast verloren, weil die Köpfe wieder im Hängen waren und ja, dadurch kommt Elversberg halt zu mehr Chancen, weil wir halt mehr riskieren nach vorne. Ja. Auch die erste Halbzeit innerhalb von 3 Minuten 2 Gegentore, das passiert eigentlich zu schnell. Ne? In Offenbach war es ähnlich, also oder in allen Spielen ist es eigentlich ähnlich. Die Gegentore fallen relativ schnell hintereinander. Wir haben eine gute Chance zum 1-0, nutzen die nicht und dann, das ist aber das Los, wenn man unten drin steht, oder? Ja, klar, das hängt auch sicherlich damit zusammen, aber ich finde, wir starten in jedes Spiel die ersten Minuten immer gut. Das sagt uns ja jeder, aber davon können wir uns nichts kaufen. Und dann, wie gesagt, wie auch beim 3-1, dann kommt wieder so eine Phase, wo wir dann schlafen. Vorne fängt es an, dass wir die Wege nicht machen, dass wir die Passwege nicht zustellen. Dann hinten geht es weiter und dadurch kommen dann diese 2 Tore. Das Einzelne beim Einwurf, da schlafen wir. Das zweite Tor nach dem Elfmeter, ärgerlich so früh. Ja, aber trotzdem haben wir uns nicht hängen lassen wie im letzten Spiel in Offenbach. Und ja, ich denke, dass wir eigentlich weiter Gas geben müssen und irgendwann werden wir hoffentlich belohnt für unseren Aufwand. Ja, bei mir jetzt Co-Trainer Domme Schmidt. Domme, wieder Niederlage, wieder in der ersten Halbzeit. Ich habe es eben den Marco schon gefragt. 2 schnelle Gegentore, das Spiel eigentlich dann schon wieder fast verloren gegen so eine Top-Mannschaft. Aber heute, fand ich, hat die Mannschaft nie aufgegeben, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nach dem 2-0 kommen wir nochmal dann zurück, nach dem 2-1. Das gibt uns auch irgendwo dann Mut. Und dann hat man auch gemerkt, es wurde dann ein bisschen wilder, ein bisschen hektischer. Und ich glaube, auch Elversberg war sich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Wenn du da dann nochmal eine Möglichkeit hast, das 2-2 zu machen, dann wird sicherlich nochmal spannend hinten raus. Da hättest du vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, nochmal was ganz Großes hier zu landen. Aber stattdessen kriegen wir dann das 3-1, weil wir auch wieder schlecht verteidigen. Und dann, ja, da war der Mut weg, der kurz nach dem 2-1 da war. Und kassierst noch das 4-1. Ja, so geht das dann halt, wenn du unten drin stehst. Aber es ist jetzt das dritte Mal, dass wir 4 Tore kassieren, das geht schon gar nicht. Ja, ich wollte es gerade fragen, wieder 4 Tore. Das, am Ende vielleicht auch das Torverhältnis spielt vielleicht mal eine Rolle. Aber jedes Spiel 4 Tore, warum passiert das? Kann man nicht mal auch mal nur eine knappe Niederlage, die auch unnötig sein muss, vielleicht mal akzeptieren? Aber 4 Gegentore ist immer heftig, oder? Ja, absolut. Ne? Ich meine, das geht ja jetzt auch auf Selbstvertrauen für die Spieler, wenn du jedes Mal hier 4 Gegentore kriegst. Aber das sind halt auch, wir machen ganz viele einfache Fehler. Bei dem 2-0, der Elfmeter, wo soll er hinspielen? Der Weg zum Tor muss abgedeckt sein, wir machen ihn auf. Und dann ziehst du da das Foul. Das sind halt Basics. Wenn du keine, die Null muss stehen, sagt man immer so salopp. Aber wenn du natürlich immer so viele Gegentore kriegst durch individuelle Fehler, es war jetzt nicht alles individuell, aber dann es ist natürlich enorm schwer, auch mal ein Spiel zu gewinnen, wenn du jedes Mal 4 Gegentore kriegst. Und das müssen wir einfach mal lernen, dass es die oberste Priorität ist, dann auch mal kein Gegentor zu kassieren. Und dass ich nicht immer direkt den Ball erobern muss und immer direkt rausschieben muss, sondern dass es auch mal für mich ein Gewinn ist, wenn der Ball zurückgespielt wird. Und dass ich in erster Linie die innere Bahn zum Tor zumache und nicht immer vorgewillt verteidige. Das haben wir heute wieder 1-2 Szenen gehabt, wo es ist. Und dann ist es in der Liga so, es wird direkt bestraft. Jetzt kommt wieder eine Trainingswoche mit Frust oder mit viel Frust, die beginnt. Was kann man als Trainerteam noch machen? Ja, scheuchen, draufhauen bringt ja auch nicht viel. Was kann man machen, um die Mannschaft nochmal aufzurichten? Das ist schwer, oder? Klar, natürlich ist es schwer. Also ich denke mal, draufhauen ist absolut das Falsche, weil ich glaube, bei keinem von uns ist derzeit Selbstvertrauen da, wo man sagen kann, ja, den muss man noch mal ein bisschen kitzeln. Es ist auch keinem hier wirklich der Wille abzusprechen. Man muss da auf jeden Fall viel psychologisch einwirken, den Jungs auch sagen, dass wir von Spiel zu Spiel gucken müssen. Das ist auch eine Plattitüde, aber es ist ja so, müssen wir machen, sonst kommt man ja gar nicht mehr raus und wir müssen uns versuchen, auf Homburg einzustellen. Dafür zu arbeiten, dass wir da ein Erfolgserlebnis kriegen und dann auch wirklich, wir haben ja keinen Druck mehr. Ja, das muss man auch mal sagen, wir können in jedes Spiel reingehen ohne irgendeinen Druck und vielleicht sollten viele mal darüber nachdenken, weil das auch ein Stück Freiheit ist und es ist nach wie vor, glaube ich, hier schon fast für jeden ein Privileg, Regionalliga spielen zu dürfen. Das würden gerne viele tun und da wir haben die Chance, also sollte man dann auch frei aufspielen in Homburg und den Druck mal zur Seite lassen und einfach alles geben, sein letztes Hemd. Und versuchen, hier einen Punkt zu holen und den Verein dann gut zu vertreten.